Rahmen des Gran Fondo wurden auch Mountainbike-Touren mit den Profis angeboten. Nadine Rieder führte zusammen mit Cape Epic-Siegerin Sally Bickham und der zweifachen Weltmeisterin Irina Kalentjeva die Damentour. Circa 30 Teilnehmer hatten sich für die Mountainbike-Tour mit den Jungs des Ergon 24-Stunden-Racing-Teams angemeldet. Um 13:30 ging es auf die Strecke. Die Teamfahrer Kim Tofaute, Benny Bruchhagen, Trevor Allen und Max Friedrich hatten sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zum Einrollen ging es ein paar Kilometer an der malerischen Mosel entlang. Kurz vor Ortsausgang kam dann ein richtiger Warmmacher. Es ging hoch auf die Karthause. Dort warteten einige Steigungsprozente auf die Teilnehmer. Nach kurzer Wadenlockerung ging es dann in Wellen den Rammstegen hoch bis zum Läuferparkplatz. In einigen Schlenkern ging es weiter hoch bis auf den höchsten Punkt dieser Tour, den Kühlkopf-Fernmeldeturm mit 387 Metern über Normal Null. Ein Defekt an einer Schaltung konnte Benny hier reparieren. Eine schöne Abfahrt mit Flo führte bis auf die Mitte, um dann mit einigen Auf und Ab bis zum Rittersturz zu gelangen. Über den Hafenpfad ging es an der Berglinie entlang, um dann noch einmal kräftig anzusteigen. Eine kurze Abfahrt und dann eine letzte Steigung, um dann in Stufen wieder runterzufahren. Hier konnte man es noch einmal schön laufen lassen. Es war auch mit einem Hardtail super zu fahren. Der letzte Abschnitt bis zur Königsbacher Brauerei hat es dann noch einmal in sich. Konzentration war erforderlich auf dem abschüssigen Single Trail bis runter an den Rhein. Zum Ausrollen ging es dann am Schloss vorbei, zum Deutschen Eck und dann entlang der Mosel zu Canyon zurück. Genießt doch einfach mal die Impressionen der Tour. Auch ein Plattfuß eines Teilnehmers konnte Max schnell beheben. Mit einem Kontinentalreifen wären das bestimmt nicht passiert. Zum Einsatz kam die Minipumpe Topic Race Rocket mit praktischem ausziehbarem Schlauch. In Rekordzeit machte Max damit das Rad wieder flott.
Nach gut 2 Stunden trafen die Teilnehmer wieder am Canyon Festival Gelände ein. Verletzungen oder Ausfälle gab es keine. Also war es eine echt schöne Tour, an die man sich bestimmt noch lange erinnern wird. Am Ergang 24 Stunden Racing Team Zelt gab es noch Autogramme und Kuchen. Ciao!